Selbstverteidigung ist ein bisschen komplexer, als ihr vielleicht denkt. Selbstverteidigung ist in meinem Kopf nicht, dass ich euch zeige, wie man rauskommt, wenn ihr beispielsweise gewürgt werdet und an der Wand gedrückt werdet. Selbstverteidigung könnte eher sein, wie kann ich verhindern, dass ich gewürgt werde. Einverstanden? Währenddem du im Kampfsport, das, was wir letzte Woche gemacht haben, kannst du nicht verhindern, dass wir jetzt kämpfen auf der Matte oder im Ring, weil du hast dich angemeldet für einen Kampf, man hat einen Gegner für dich, man hat ein Datum, man hat eine Zeit und dann findet der Kampf statt. Dann wird der Kampf durchgeführt mit Regeln. Du musst nicht Angst haben, dass du dich schwer verletzt bist, du musst nicht Angst haben, dass du stirbst. Es ist Sport wie Fußball oder Tennis auch. Dementsprechend müssen wir im Boxen nicht trainieren, wie man den Boxkampf verhindert. Wir müssen nur schauen, dass du bereit bist, wenn der Boxkampf stattfindet. Das ist Sport. Auf der Strasse wissen wir nie, wenn irgendetwas passiert. Wissen Sie, was ich meine? Könnte sein, dass heute noch irgendetwas passiert? Könnte sein, morgen? Könnte sein, dass 10 Jahre nichts passiert? Und in 30 Jahren passiert irgendetwas? Es ist alles sehr schwierig bis unmöglich zum Planen. Das heisst, wir haben andere Möglichkeiten, die euch am Schluss garantiert mehr werden bringen. Für das vielleicht auch für die Lehrperson interessant. Heute schauen wir mal ein anderes Beispiel an, als so das traditionelle Kind, das vom Volleyball herkommt. Ich habe noch andere Beispiele parat. Alles, was wir heute anschauen, ist so passiert. Also es ist nicht erfunden von mir. Das soll euch einfach ein bisschen zeigen, es ist real. Es ist nicht ein Märchen. Passiert in der Schweiz. Und die Sache, die ich euch erzähle, ist natürlich so ein bisschen Umgebung Bern gewesen. Weil das sind irgendwelche Leute, die irgendwann zu mir kamen, die mit mir zusammen trainieren wollten, die noch die Eltern irgendwie im Spiel waren. Privatstunden und wir haben ein paar Sachen aufgearbeitet. Ja, es ist alles real. Wir wollen das heute so erarbeiten. Wir reden heute hauptsächlich oder im Teil 1 über Vergewaltigung. Schwieriges Thema. Aber ich glaube, das kann sich jeder irgendwie so ein bisschen vorstellen. Ist scheiße, ist schwierig, ist mühsam, verändert dein Leben. Niemand möchte es erleben. Aber man kann es irgendwie greifen, wisst ihr, wie ich meine? Wenn das Ereignis Emergency, wenn das irgendwann stattgefunden hat, beispielsweise hier, und der jetzt das hat müssen erleben, und jetzt zu mir kommt und sagt, hey Steven, kannst du mir helfen, dass in Zukunft so etwas nicht mehr passiert? Im schlimmsten Fall gibt es irgendwie Wege, wie man aus so etwas rauskommt. Das wäre so ein bisschen die Grundvoraussetzung über das, was wir jetzt diskutieren. Ja, was soll ich euch nachher sagen, wenn ein Typ 30, 40, 50, 100 Kilo, kräftig, sportlich. Wenn der so etwas Komisches machen will, mit deinem Mädchen, allenfalls in eurem Alter, 15, 16, 17, 18, egal. Und die körperlichen Voraussetzungen von diesem Mädchen sind vielleicht, ja, du trainierst jetzt halt nicht Boxen. Du trainierst schon nicht Kraft Maga. Du hast einfach so ein normales Leben halt mit 15. Du bist vielleicht ein bisschen sportlich oder auch nicht, spielt keine Rolle. Wiegst 30 Kilo, 40 Kilo, 50 Kilo, 60 Kilo. Schwierig. Schwierig. Ein Typ mit 110 Kilo, 40-jährig, gegen ein Mädchen mit 40 Kilo, 16-jährig, ist schwierig. Und ich frage nachher mehr, was soll ich euch erzählen, wie kommt man aus so einer Situation raus? Weißt du, was ich euch sagen kann? Das ist gleich oder vergleichbar, wie wir alle zusammen im Flugzeug hocken und das Flugzeug stürzt ab. Und ich frage mich dann, wie überlebe ich das? Für mich ist das hier etwas ähnlich. Das ist etwas schwierig, wenn ihr das jetzt von mir hört, oder? Kommt hier der Experte im Bereich Psychologie und Selbstverteidigung. Und das Erste, was ich euch sage, wenn du von so einem Typ vergewaltigt wirst wie mir, du bist 15 und wiegst 40 Kilo, du bist am Arsch. Dafür bin ich ehrlich mit euch. Aber es gibt nicht die ultimative Technik, wie du das jetzt kannst verhindern, wenn ich der Täter wäre. Gibt es nicht.
wenn du regelmässig trainieren willst und alles stimmt und so, natürlich gibt es Möglichkeiten. Aber wer von euch trainiert regelmässig? Trotzdem, ja, es gibt Wege. Und das Erste, was ich mache, ist, man tut einen Zeitstrahl aufzeichnen, wo man zurückgeht. Also wir haben ein gewisses Ereignis, Flugzeugabsturz, Vergewaltigung, irgendwie ein Konflikt mit Messer, Bedrohung mit Pistole oder so. Das ist der Konflikt. Und wir gehen in der Zeit zurück. Und jetzt werden wir sehen, in jedem Beispiel, das ich hatte, die letzten 15 Jahre, und es waren leider nicht wenig, dass vorgängig gewisse Sachen passiert sind, wo man hätte Einfluss nehmen können, wo man verhindern konnte, wo es in diesem Moment leichter Weg war, um daraus herauszukommen, als wenn man sich hier drin befindet. Ist das nachvollziehbar? So, und jetzt sind wir eigentlich in diesem Beispiel drinnen, von diesem Mädchen, das leider hat müssen erleben musste. Ich frage, ja, hast du den Typ, also den Täter, schon irgendwann mal gesehen, in Zusammenhang mit komisches Bauchgefühl? Vielleicht hast du dich beobachtet gefühlt oder ein bisschen komisch gefühlt. Ich glaube, das könnt ihr euch vorstellen, oder? Dass irgendwo vielleicht irgendjemand gegeben hat, zu einer bestimmten Zeit, wo das Gefühl hatte, das ist komisch. Weil das fühlen wir sehr gut. Für das müsst ihr nicht einmal trainieren. Ihr müsst auf euren Bauch hören können. Weil der Bauch gibt dir das Gefühl, dass hier irgendetwas komisch ist. Nicht der Verstand. Weil der Verstand, der braucht Fakten. Der will Sicherheit haben. Dann müsst ihr ihn eigentlich fragen, du, Entschuldigung, bist du mir jetzt komisch am Beobachten? Das können wir in der Regel nicht. Der Bauch gibt uns trotzdem Signal. Irgendetwas ist hier komisch. Und jetzt in diesem Beispiel hat die Person relativ schnell gesagt, ja. Okay. Jetzt geht's los. Ja, wann war das jemand? Ist das kurz bevor es passiert ist, hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Läuft der Typ auf dich zu. Du merkst, komisch. Der Typ packt dich, reißt dein Auto rein und die ganze Scheiße geht los. Schwierig, weil du hast nicht lange Zeit. Ist nicht so gesehen. Wir sind hier zurück und zurück und zurück und zurück. Und dann haben wir irgendwie herausgefunden, das ist etwa drei Monate, bevor das hier definitiv wird passieren, hat man das erste Mal den Typ gesehen und hat sich komisch gefühlt in dieser Situation. So. Das war so, dass das Mädchen an der Bushaltestelle auf den Bus gewartet hat. Und der Typ anscheinend auch. Hat vielleicht noch andere Leute gehabt. Nämlich die 10er Bushaltestelle hat er heute gebraucht, oder? Gut. Und dann, während dem Warten auf den Bus, 3-4 Minuten, hat sie das einfach irgendwie ein bisschen komisch gefunden, wie der Typ sich verhalten hat. Und da steht dann so in den Sternen, ja, täuschst du dich, tust dir etwas einbilden. Das ist schwierig, weißt du, was ich meine? Du spürst irgendwie, ist komisch, aber du willst es nicht für wahr haben, dass es so ist. Dann kommt der Bus und dann denkst du so, ja, endlich kommt der Bus, oder? Dann steigst du ein. Er steigt natürlich auch ein. Dann merkst du irgendwie, dass sich nichts positiv verändert hat für dich. Es hat sich einfach die Situation geändert. Du wartest nicht mehr auf den Bus, du steigst im Bus ein. So, dann ist die irgendwo abgehockt und der Typ ist so abgehockt, nicht in ihrer Nähe, ein bisschen entfernt, so, dass sie ihn angesehen haben. Also wenn das Mädchen vielleicht so hockt, dann ist der andere irgendwo weiter vor im Bus so gehockt. Und hat ständig Blickkontakt gesucht mit diesem Mädchen. Nochmal, das Mädchen ist 14, 15, der Typ etwa 45. Das ist wahrscheinlich etwas, das ihr nicht jeden Tag erlebt, dass irgendein 45-jähriger Mann euch über eine längere Zeit komisch anschaut. Ihr würdet das feststellen. Und ihr würdet denken, komisch, grusig, keine Ahnung. Die könnt mir folgen, oder? Gut. So, was geht denn in dir vor, wenn du in diesem Bus hineinfährst? Wie fühlt man sich hier?
Was denkt man, was hofft man? Da könnt ihr ein bisschen mehr erzählen. Genau, jetzt denkst du irgendwie Scheiße. Du weißt eigentlich, wo du aussteigen musst, oder? Und dann hält so der Bus vorher an und du hoffst, dass er aussteigt. Der steigt aber nicht aus. Und du weißt, in der nächsten Station müsstest du eigentlich aussteigen. Was ist, wenn er auch aussteigt? Und es wird langsam ein bisschen mühsam. Einverstanden? So. Dann war es mal so weit, gewesen, wo er ist nie raus, oder? Der Bus ist x-mal angehalten und er hast eben du dann mal raus müssen. Dann bleibst du vielleicht länger hocken, weil du denkst vielleicht noch, ja, vielleicht steigt er jetzt aus und dann bleibe ich noch ein bisschen länger hocken. Ich habe zwar meine Station verpasst, aber dafür ist dann so ein das Problem geregelt. Der ist nicht aufgestanden und dann so im letzten Moment stehst du auf und gehst raus und er bleibt hocken. Und dann denkst du mal, gut, einverstanden. Die Türen gehen zu, die Bus fährt weiter. So, ist das anscheinend erledigt. Okay? Anscheinend. Wir kommen nochmal darauf zurück. So, dann habe ich hier ein bisschen nachgebohrt und Fragen gestellt, genau gleich wie ich das mit euch mache. Ich habe gesagt, für euch ist es einfach gratis und die Person, die hier zu mir kommt, kann lernen, die zahlt 120 Franken pro Stunde. Für euch ist es gratis. Ich mache genau das Gleiche mit euch. Also dort probieren, das zu verstehen und profitieren, das kann das Leben retten. Das wollen wir hier anschauen. So, dann haben wir hier, wir haben uns einfach handhaben, es war vielleicht nicht genau so gewesen, aber durch Fragen stellen haben wir dann herausgefunden, dass ca. 2 Monate, also es vergehen dann irgendwie 30 Tage. Gell? Also es ist dann so ein bisschen vergessen und es war vielleicht Zufall gewesen und bla. Keine Ahnung, was an diesem Tag gelaufen ist mit diesem Typ. Egal. 2 Monate vor dem Flugzeugabsturz hat das Mädchen zum Zahnarzt müssen. Und die Mutter hat sie mit dem Auto zum Zahnarzt gebracht. Entspannt. Das Problem war einfach, dass an diesem Tag, genau bei dieser Zahnarztpraxis, zu der richtigen Zeit, wo sie hergefahren und ihr Auto dort vorne dran parkiert haben, der Typ dort gestanden ist, in seinem Auto hin. Und das Mädchen komisch angeschaut hat oder beobachtet hat. Vor der Zahnarztpraxis. Du gehst rein mit deiner Mami, du hast einen Termin, du bist fertig, gehst raus, er ist nicht mehr dort, du gehst heim. Erledigt. So, dann haben wir weiter geredet und ihr seht, das ist eine Zeitachse, gell? Die laufen direkt in die Scheiße rein. Die müssen mal irgendwann links oder rechts abbiegen. Wenn du weiter geradeaus läufst, du läufst direkt in das Flugzeug rein, das wird abstürzen. Oder du läufst direkt in die Vergewaltigung rein. Dann haben wir hier nochmal, es hat noch ein paar Zwischenfälle gegeben, ein paar kleinere Sachen, lassen wir weg, wir bleiben einfach. Dann gehen wir hier 1 Monat. Also haben wir so im 30-Tage-Takt, wo sie hat bestätigen konnte, sie hat den Typ immer wieder gesehen. 1 Monat vor Emergency war sie unterwegs, irgendwo, keine Ahnung, vom Schulhaus zu der Turnhalle für Sportunterricht. Und sie sieht den Typ. Und der Typ schaut sie komisch an. Der Typ tut sie beobachten. Ich habe sie gefragt, Madame, würdest du mir jetzt sagen, wenn du zurückdenkst an das hier, wo du mit deinen Schulkollegen vom Schulhaus zu der Sporthalle läufst, 5 Minuten, würdest du sagen, du bist dann belästigt worden von ihm? Also hast du gewusst oder wahrgenommen, du wirst von ihm beobachtet? Ja. Ja. Das merkst du. Es ist schon das dritte Mal jetzt, gell? Das dritte Mal. Gut. Dann bist du in der Turnhalle, dann hast du Sportlehrer, du machst Sportunterricht. Denkst vielleicht mal so während dem Sportunterricht, hoffentlich, wenn ich hier rausgehe und nach Hause gehe, dass der Typ nicht irgendwo rum ist. Ist er auch nicht gesehen. Sport ist vorbei, du tust dich umziehen, du gehst raus mit deinen Kollegen, du gehst heim, alles gut. So, und dann sind wir irgendwann hier.
5 Minuten vor dem Unglück. Und dann wird es immer wie schlimmer, weil jetzt in so einem Fall ist doof. Wirst du dann irgendwann von diesem Typ überrascht, du wirst gepackt und die Scheiße geht los. So. Was hat das mit Selbstverteidigung zu tun? Hilfe holen, sobald solche Sachen passieren. Also wir reden nicht davon, Hilfe holen, wenn das passiert. Weil es könnte schwierig werden, Hilfe holen in diesem Moment. Aber du sagst, dass man könnte Hilfe holen, wenn das passiert. Gut, also wenn ich die richtig verstanden habe, dann beim zweiten Mal, das wäre hier, oder? Wäre eine Selbstverteidigungstechnik, dass man tut kommunizieren. Ich finde gut, was du sagst. Ich verstehe auch, was du sagst. Du musst schnell wiederholen, du musst mich korrigieren, weil ich es falsch verstanden habe. Wir befinden uns hier, das wäre das Beispiel, Verschiebung vom Schulhaus in die Turnhalle. Ihr seid 16, ihr seid mit ein paar Jungs und Mädels unterwegs, die kennen ich einander. Und das Mädchen erzählt vielleicht dir, hey, der Typ dort hinten, du schaust nach, du siehst ihn. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das ist verdammt komisch. Ich fühle mich von dem belästigt oder so. Und dann entscheidet ihr als Gruppe, hey, wir laufen jetzt auf den zu und wir sprechen den an. Richtig? Ja. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Es braucht einfach ein bisschen Mut, Selbstbewusstsein. Vielleicht braucht es auch so ein bisschen, ja, was würden wir machen, wenn alles in die Hose geht? Es könnte schon sein, wenn man direkt konfrontiert, dass irgendeine unangenehme Situation entsteht. Vielleicht habt ihr das Gefühl, es wäre sicherer für euch, wenn man den nicht anspricht. Aber ich finde es gut, wenn Voraussetzungen gegeben sind, dass man allenfalls auch mit einer schwierigeren Situation, die sich dann entwickelt, schlagkommt. Wenn du mir sagst, das sind die 7. hoch und ich spreche den an, dann sehe ich im Fall nicht viele Nachteile für euch. Sehe ich nicht. Ich finde das okay. Das heisst, wir würden hier in der Gruppe, wenn ich das mal abkürze, in der Gruppe den Täter, ist ja Täter, wir wissen es eigentlich nicht genau, ansprechen. Sehr, sehr gute Kommentare, das passt mir. Also ich tue irgendwie mal irgendwie hier zwischen, oder? Es sind schon einig, zweimal komische Sachen gelaufen. Und du tust nachher wegen dem, was du erlebt hast, ich tue es mal so zusammenfassen, du tust Routine unterbrechen. Routine gehört dazu, ich gehe jeden Tag zu der gleichen Zeit, am gleichen Ort, in den gleichen Bus rein. Und also du sagst, wir tun diese Routine unterbrechen und beispielsweise wirst du jetzt mal in die Schule gebracht mit deinem Vater. Oder du machst sonst irgendetwas anderes, als du sonst immer machst. Einverstanden? Gut. Routine. Unterbrechen. Irgendetwas ändern an diesem gewohnten Tagesablauf. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen Täter massiv schwieriger macht. Es könnte sein, dass es ein Missverständnis ist. Du mit deinem Busfahrer gehst reden. Der Busfahrer näher, ich weiß nicht, wie der reagiert. Ich würde jetzt nicht zu 100% sagen, dass der Busfahrer beispielsweise den Bus anhaltet irgendwo, aufsteht und den Typ anspricht. Das würde ich auch gut finden, weil das ist sein Arbeitsumfeld. Wenn ein 14-jähriges Mädchen zu mir kommt, wenn ihr jetzt zu mir kommt und dort hockt der Typ auf dem Sofa, der irgendwie wartet fürs Training, und du sagst mir, du fühlst die Belästigung von diesem Typ, dann mache ich garantiert etwas, weil das ist mein Unternehmen. Das ist meine Stube. Ich möchte nicht, dass du dich belästigt fühlst. Also ich würde Einfluss nehmen und probiere, das schnell zu klären. Jetzt ist das ein Missverständnis. Ja und? Ja und? Also was wäre so schlimm dran, wenn es ein Missverständnis wäre? Und wir wissen ja nicht 100%, ob es eins ist. Vielleicht tut ja der Täter, weil er 45 ist und intelligent ist und weiss, dass es falsch ist, was ich mache, probiert sich rauszureden. Und der Chauffeur glaubt ihm das. Was verlierst du? Anscheinend ein Missverständnis. Ja und? Weißt du, was ich meine? Also ich würde dir nicht sagen, mach das nicht, weil es könnte ein Missverständnis sein. Mach es trotzdem. Weil sollte irgendjemand informiert werden über das, weil das nicht normal ist. Du willst mir sagen, die Situation war nicht normal. Das ist dein Gefühl. Man kann sich auch mal täuschen.
Aber es war jetzt für dich so gewesen. Und wenn es für dich so ist, dann vertraue dir bitte, dass es so ist. Du dir nicht einreden, ist ein Missverständnis. Es kann nicht sein, der ist schon okay, hat einen schlechten Tag, bla bla bla, der findet mich schön, bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Das ist alles so ein bisschen Gefühl. Wir wollen herausfinden, was die Wahrheit ist. Ich tue es gleich schnell drauf. Also wir haben hier bereits beim ersten Ereignis, weil man sich wirklich komisch fühlt, könnte man beispielsweise Chauffeur ansprechen. Ihr seht, wir haben hier sehr viel Kommunikation drauf. Hier reden wir hier mit den Kollegen. Reden. Hier generell irgendjemandem erzählen, was passiert ist. Hier direkt mit dem Chauffeur reden oder mit einem Gast. Mit irgendeinem, der im Bus hockt. Finde ich alles gut. Ich möchte einfach anfügen, bei direkter Konfrontation zu dieser Person, wo du eigentlich in diesem Moment eher ein bisschen Angst hast vor ihr, solltest Mut haben und Selbstvertrauen haben, das zu machen. Ich meine damit, du musst können reden mit dem. Weißt du, nicht stottere Stimme, nicht nervös. Du müsstest das können durchziehen. Und das ist individuell. Ich kann nicht sagen, du musst das machen. Und du auch. Weil ihr wisst selber, wie ihr getroffen seid. Wenn ihr jetzt mir sagt, Stiebe, ich kann nicht dann aufstehen in diesem Bus, zu diesem 45-jährigen Mann herlaufen und ihn konfrontieren. Ich kann das einfach nicht. Dann muss man das akzeptieren. Wir können das aber verändern. Gell? Mit Training kann man das verändern. Auch das, die mache ich jetzt hier beim Erarbeiten dieser Situation. Das ist übrigens super, wie ihr hier mitmacht. So könnt ihr profitieren. Ich finde auch das gut. Warum, wenn ich... Ich weiß, es ist schwierig. Ich bin 37, 150 Kilo. Mein Leben besteht nur aus Gewalt und Kampfsport und Schiessen und so. Ja, ist jetzt halt mein Spezialgebiet. Das heisst, ich habe einen anderen Rucksack als dir. Aber wenn ich in diesem Bus hocke und einer tut mich belästigen, dann kann ich dem auch nonverbal zeigen, hör auf mit dem, du Hurenmöngel. Weil du echt das Recht nicht hast, ein 15-jähriges Mädchen zu belästigen, bist du behindert. Ihr solltet eben mal das im Kopf haben und nicht nur Angst und hoffentlich passiert nichts. Eigentlich, theoretisch, wenn euch nichts passieren könnte, wenn ich euch garantieren würde, dir passiert nichts, dann solltet ihr aufstehen und zu dem hergehen und sagen, hör auf mit dem Scheiß. Das ist nicht richtig, was du machst. Hör auf. Das solltet ihr machen. Einverstanden? Das solltet ihr machen eigentlich. Ein Typ oder eine Frau ist ja völlig egal. Irgendein Täter macht irgendetwas, das garantiert falsch ist. Dann müssen wir dem sagen, hör auf mit dem Scheiß. Jetzt ist echt die Frage, warum mache ich das nicht? Das ist die Frage. Warum laufe ich dort mit in die Scheiße hinein? Ich will euch sagen, was hier in diesem Beispiel passiert ist. 3 Monate vor dem Emergency. Thema Boss. Hat das Mädchen gar nichts unternommen. Nichts. Und mit nichts meine ich nichts. Ich habe das mehrmals nachgefragt. Nicht mit der Mutter darüber geredet, nicht mit dem Lehrer, nicht mit der besten Kollegin. Nichts. Nichts. Da frage ich mich schon, was läuft mit euch falsch? Ja, ich weiß schon. Hey, es war ein Missverständnis. Ich bin ja näher raus und er ist nicht mitgekommen. Ist erledigt. Gibt es mal komische Tage? Ja, ja, okay. Okay. Aber was war denn hier mit dem Zahnarzttermin? Zufall. Musst du mich verarschen? Du erlebst hier etwas, was sehr unangenehm ist, an der Bushaltestelle und im Bus über eine Zeitdauer von 10 Minuten. Gehst irgendwann zum Zahnarzt und der Typ steht vorne dran in seinem Auto. Du willst mir erzählen, dass deine Begründung ist, mir gegenüber. Das ist ein Zufall. Und darum hast du mit deiner Mami nicht darüber geredet, im Warteraum, wo du 4 Stunden gewartet hast, bis sie den Töchter geholt hat. Sie hat nichts gemacht. Nichts. Die Mutter hat nichts gewusst von dem. Nichts hat sie gemacht. Achtung, ich sage nie, dass ein Opfer selber die Schuld ist. Tut mich nicht falsch verstehen. Niemand ist verantwortlich dafür, dass so etwas passiert. Aber ich komme nicht raus, Mädels und Jungs. Ich komme nicht raus. Gut, also Zufall, komischer Tag. Und dann sind wir hier, wo alle normalen Menschen und Leute in unserem Alter am Arbeiten sind.
wenn ihr in Sportunterricht verschiebt. Außer dieser Typ, der tut euch beobachten. Und ihr macht nichts. Wisst ihr, was ich meine? Ihr macht nichts. Das heisst, kannst du gerade. Ihr habt eigentlich das Glück gehabt, gell? Weil es läuft nicht immer so. Aber in diesen Beispielen, und es gibt viele von diesen Beispielen, zum Glück gibt es viele von diesen Beispielen. Ich kann euch auch noch ein bisschen sagen, warum das eigentlich aber so, ein bisschen so aussieht. Habt ihr nie irgendetwas unternommen? Ihr lauft, egal was passiert, geradeaus, mit in die Scheisse hinein. Das macht mir Angst, wenn ihr euch so verhalten. Das ist nicht normal. Es passiert immer wieder, gell? Frauen, hört gut zuhören, was ich heute erzähle. Hört gut zuhören. Bitte. Dann kommen wir so ein bisschen auf den Punkt. Wenn ich euch jetzt würde sagen, dass wir am Sonntag, also in ein paar Tagen, am Sonntag gehen wir zusammen auf Portugal in die Ferien oder Trainingscamp, wir alle zusammen. Die ganze Klasse mit Sportlehrer und mir. Ein paar Tage in Portugal. So. Und jetzt kommt da irgendeiner zu uns und sagt uns, schaut, das klingt jetzt ein bisschen komisch für euch. Ich kann mir das vorstellen. So Final Destination-mässig. Kennt ihr den Film? Nicht? Ich bezahle, das ist jetzt jung. Egal. Und der sagt uns, der Flieger, den ihr nehmt, der wird abstürzen. Zu 100%. Und alle, die drin hocken, werden sterben. Zu 100%. Bitte vertraut mir. Ich weiss, das ist komisch. Ich weiss, dann glaube ich das nicht. Aber es wird passieren. So, wir haben Köpfe zusammen und so. Und irgendwie haben wir wirklich das Gefühl, wir müssen jetzt dem Menschen glauben. Was machen wir dann? Also, wir steigen nicht in den Flieger ein. Ist das so schwierig? Jungs und Mädels, ist das so schwierig? Ist nicht so schwierig, oder? Und wenn ich dem Mädchen hier erzählen würde, stopp, du mal gut zuhören, Mädel. In 3 Monaten wirst du vergewaltigt. Fix. Weißt du von wem? Von dem Typ, den du vorhin im Bus gesehen hast. Ich bin dann wieder weg, weil ich dir nicht helfen kann. Ich gebe dir nur die Information. Und wenn ich dir wäre, mach etwas. Und was würdet ihr denn machen, wenn ihr das wüsstet? Und ihr würdet dieser Person glauben, dass es so ist? Behördlich irgendwie einen Schritt machen? Warum nicht mal das Telefon in die Hand nehmen und 117 wählen? Was könnt ihr verlieren? Gar nichts. Und wenn ihr das selber nicht könnt, weil ihr noch jung seid und so, dann soll euer Vater der Polizei anrufen. Also ich würde, wenn ich euch wäre. Dann werdet ihr euch ein paar Fragen stellen. Ihr müsst nur Fragen beantworten. Stellt euch mal vor, ihr habt Glück. Ihr habt euch den Menschen hier 10 Minuten angeschaut. Dann könnt ihr eine Beschreibung abgeben. Wie der jemand aussieht. Männlich, weiblich, Grösse, Bart, nicht, breit, Kleider, weisse Schuhe angehabt, bla bla bla. Von wann bis wann habt ihr ihn gesehen, an welchem Ort? Stellt euch vor, die Polizei kennt eigentlich den Typ schon. Weiss, um wen es geht, oder sie vermuten zu wissen, um wen es geht. Und die Polizei nimmt Einfluss. Dann erlebe ich das hier plötzlich nicht. Nicht nur das. Die werden ihn noch nicht beim Zahnarzt sehen. Und die sehen ihn auch nicht vor der Turnhalle. Weil er einfach den Gacki in der Hose hat. Weil er gemerkt hat, der weiss, dass das, was er machen will, ist falsch. Der weiss das. Sein Bedürfnis ist aber so gross, das zu machen, dass er irgendwann wird das machen, weil es gibt kaputte Menschen auf dieser Welt. Das wisst ihr wahrscheinlich. Es gibt kaputte Menschen auf dieser Welt. Die wissen, es ist nicht korrekt. Sie machen es trotzdem. Und wenn jetzt irgendeiner Einfluss nimmt und man merkt, das wird komisch für mich, Anzeigen, Knast, Bestrafung und so, ja, dann seid ihr vielleicht feiner aus. Und es trifft irgendein anderes Mädchen 2 Jahre später. Aber es wäre für euch schon erledigt. Seht ihr das? Selbstverteidigung, Jungs und Mädels, ist oft so. Fast immer ist Selbstverteidigung so. Was bringt es jetzt, wenn ich euch Techniken zeige, wie ihr hier rauskommt? Bringt gar nichts. Es ist viel einfacher,
wenn ihr probiert, gar nicht erst reinzukommen. Das heisst, ihr müsstet in diesen aufgezeigten Beispielen etwas unternehmen. Ihr müsst handeln. Nicht denken, nicht hoffen, sondern auf euer Bauchgefühl hören und handeln. Und handeln fängt oft damit an, dass ich eine andere Person involviere, indem ich jemandem erzähle, was ich erlebt habe. Das ist nicht schwierig, oder? Mit dem tun wir nicht garantiert verhindern, dass das passiert. Nein, ist mir schon klar. Aber wenn ihr nichts macht, dann tut sich nichts an der Situation ändern. Das müsst ihr verstehen. Macht ihr nichts, ändert sich nichts. Macht ihr irgendetwas, steigt die Chance, dass irgendetwas anders wird, als der Typ geplant hat. So, jetzt kommen wir zum Punkt, der für euch am wichtigsten ist. Was ist Grundvoraussetzung, eine Persönlichkeitseigenschaft, die ihr müsst haben müsst, damit ihr überhaupt merkt, dass ihr der Bushaltestelle ihr komisch angeschaut werdet? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, gell? Wir haben echt keinen Platz mehr, aber... abgekürzt. Das ist eure Selbstverteidigungstechnik. Das Mädchen hat ja das festgestellt. Sie hat es gemerkt. Darum kann sie mir auch erzählen, was passiert ist auf dem Weg in diese Emergency. Stellt euch aber vor, ihr seid an der Bushaltestelle und schaut in euer bescheuertes Handy rein, auf Instagram. Habt irgendwelche Kopfhörer in eurem Ohr drin, die merken nicht, dass ihr komisch beobachtet werdet. Die geht in die Busse rein, die hockt ab, schaut immer noch in euer Handy rein, die merken nicht, dass der Typ auch drin ist und euch immer noch beobachtet. Dann bist du am Arsch. Weil du ja deinem Bauch gar keine Chance gibst, durchzuschauen, dass ein komisches Bauchgefühl entsteht. Du wirst ja, wenn du das nicht merkst, nicht können mit jemandem darüber reden, weil für dich alles okay war. Für dich schon, für ihn nicht. Also wenn du das nicht würdest merken über Aufmerksamkeit, und ich rede hier für euch in eurem Alter nicht kompliziert, ich rede nur davon, vielleicht das Handy ab und zu in die Tasche zu tun. Das ist alles, was ich von euch verlange. Stellt euch mal vor, ich würde euch sagen, Mädels, wenn ihr euer Handy in die Tasche tut, wirst du nicht vergewaltigt. Ihr tut alle eure Handys in die Tasche rein. Nur habt ihr das Gefühl, dass ihr von morgen bis am Abend müsst scheiß Instagram schauen und kacke YouTube und weiss auch TikTok, wo jeder von morgen bis am Abend nur lügt und irgendwelche Scheiß aufladet. Mein Post steigt langsam. Ich meine das ernst mit euch. Ich will nicht mit euch nach der Vergewaltigung hier Privatstunden haben. Mache ich doch mal eure Augen auf. Das ist Selbstverteidigung. Wenn ihr das nicht merkt, dann kann man hier bei diesem wunderschönen Gerät so machen. Existiert nicht, weil ihr es nicht gemerkt habt. Könnt ihr auch mit niemandem darüber reden. Der Täter war aber genau gleich da. Ihr habt nichts gemerkt vom zweiten Vorfall. Ihr habt auch nichts gemerkt vom dritten Vorfall. Ihr seid überraschend vergewaltigt worden. Nein, hure nicht. Hure nicht. Ihr seid echt zu dumm. Das ist Prävention und Selbstverteidigung und nicht Befreiung von einem Schwitzkasten. Es ist schon cool, wenn man Techniken übt, wie man aus schwierigen Situationen rauskommt. Aber was ihr braucht, ist das hier. Ein Hurenkar, man kommt gar nicht mehr raus. Das ist egal. Versteht ihr das? Also ich weiss, dass ihr es versteht, weil das ist ganz einfach zum Aufnehmen. Ist einfach. Jetzt geht es einfach darum, dass ihr probiert, bitte für mich und für Papi und Mami, weil die würden mir noch, alle eure Eltern würden mir noch 50 Franken hier liegen und sagen, danke, hast du es meinem Kind erzählt? Scheiß Handy.
Jetzt müssen wir einfach noch schaffen, das, was wir hier theoretisch angeschaut haben, in die Praxis umzusetzen. Und dann war das. Okay, das ist vorbei. Das ist ganz okay.